Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen bei Netzregeln, der Konferenz für den netzpolitischen Dialog, die von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien Bitkom zum zweiten Mal veranstaltet wird. Mein Name ist Andreas Poltermann. Ich leite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung dem Bereich politische Bildung, der dieses Projekt von unserer Seite vorbereitet hat. Netzregeln soll eine Plattform sein für den Austausch aller beteiligten und interessierten Internetakteure, für Vertreterinnen und Vertreter der Internetwirtschaft, der Politik, der Wissenschaft und nicht zuletzt der Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind gegenwärtig in einer Vielzahl von Debatten über Gesetzesvorhaben, praktikable Geschäftsmodelle und technische Mittel der Regulierung der Infrastruktur und der Nutzung des Internets beteiligt. Die Fragen nach grundlegenden Werten in der digitalen Welt, nach dem gesellschaftlichen Auftrag der Netzpolitik und ganz allgemein nach gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im und durch das Internet gehen darüber allzu oft verloren. Einen Ort für diese Fragen will das Format Netzregeln bieten. Und ein Kristallisationspunkt für diese Debatten soll in diesem Jahr das Konzept Openness sein. Der freie Zugang zu Wissen, seien es Kulturgüter, wissenschaftliche Erkenntnisse, Verwaltungsdaten oder sensible Dokumente. Die Stärkung politischer Partizipation durch digitale Tools, aber auch offene Standards in Betriebssystemen und sozialen Netzwerken. Die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet zu diesem Thema seit mehr als einem Jahrzehnt. Der konzeptionelle Rahmen unseres Engagements für den freien Zugang zu Wissen und zu Daten, die als Informationen zu handlungsorientierendem Wissen verarbeitet werden können, war und ist für uns die Wissensgesellschaft, eine nachhaltige Wissensgesellschaft und die nach Prinzipien einer Wissensökologie gestaltet wird. Ich freue mich sehr, dass heute Professor Rainer Kuhlen, der Vordenker des Konzepts Wissensökologie, den ersten Hauptvortrag halten will und will ihm insoweit nicht vorgreifen. Deshalb hier nur so viel. Information und Wissen bilden elektronische Räume, in denen sich die Menschen wie in neuen Umwelten bewegen, deren Ausgestaltung die Freiheit der Menschen entscheidend beeinflusst, indem die Vernutzung im Sinne der Verknappung dieser Umwelt die Handlungsfreiheit einschränkt, während ihre nachhaltige Entfaltung und Erhaltung die Handlungsfreiheit fördert. Zentrales Ziel einer solchen Wissensökologie ist es deshalb, dass in der Gegenwart, aber auch für zukünftige Generationen, der freie Zugriff auf Information und Wissen gesichert bleibt. Wissen und Information sollte nicht im Interesse einer kurzfristigen Kommodifizierung bzw. Kommerzialisierung von Wissen künstlich verknappt werden. Ihre Produktion und Nutzung darf nicht über nicht transparente und nicht nutzerautonome technische Maßnahmen, zum Beispiel eines Digital Rights Management oder ohne User Rights Management, umfassend kontrolliert und manipuliert werden. Auch Langzeitarchivierung ist ein Bestandteil einer nachhaltigen Wissensökologie. Wissenschaftliche Invention, wirtschaftliche Innovation, Teilhabe am öffentlichen demokratischen Geschehen und jede individuelle kreative Initiative zur Erschaffung von kultureller Vielfalt gedeihen nicht in einem Klima der Verknappung von Wissen, sondern in einem Klima der Offenheit und Freizügigkeit, in dem allen der freie Zugriff zu fairen, das muss nicht besagen, notwendigerweise kostenlosen Bedingungen ermöglicht wird. Wissensökologie will die Rahmenbedingungen freien Handelns in elektronischen Umwelten sichern. Darüber hinaus trifft sie keine Festlegungen, etwa welche Ziele dieses Handeln verfolgen sollte. Wissensökologie ist insofern ein liberales oder ein libertäres Konzept. Als solches ist es in letzter Zeit auch kritisiert worden. So zum Beispiel im Nachgang zur Open Knowledge Conference 2011, an der auch die Heinrich-Böll-Stiftung beteiligt war. Es bleibe unklar, so wurde kritisiert, wem Openness bei Open Data und Open Government nutzen soll. Oder anders, wer sind die Nutzer und wer die Nutzerinnen, unterschieden nach Geschlecht, sozioökonomischen Status, nach Nutzungsinteresse, Nutzungskompetenz und nach den gesellschaftlichen und institutionellen Folgen seines oder ihres Nutzerhandelns.
geht es bei Open Government, um dabei jetzt kurz zu bleiben, um besseres Regieren, nachdem das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das parlamentarisch kontrollierte Handeln von Regierungen und Verwaltungen geschwunden ist und jetzt durch eine Art kooperative Gemeinwohlproduktion in der Sphäre öffentlicher Deliberation ersetzt werden muss? Geht es um die Möglichkeit, offengelegte Daten rascher für die eigenen Interessen und Geschäftsmodelle zu nutzen, was durchaus legitim ist, aber ordnungspolitische Fragen aufwirft? Stärkt OpenNest eine inklusive Öffentlichkeit oder verstärkt sie die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen? Manche sprechen auch von Hürden für den Nutzer und Nutzerinnen, sodass neben dem Digital Access Divide nun auch ein Data Divide treten könnte, der jedenfalls solange wir ihnen vertraut haben, mit Hilfe von parlamentarischen Verfahren und der dort angewandten Mehrheitsregel vermieden wurde. Denn wir haben darauf vertraut, dass die Verarbeitung der Daten im politisch-parlamentarischen Prozess zur Bildung einer Mehrheitsregel führt, zur Bildung einer Mehrheitsmeinung führt, die das Gemeinwohl repräsentiert. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass die Wissensökologie sich heute auch die Entwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen für das freie Handeln in der Demokratie anschauen muss, dass sie auch auf Openness im Sinne von Public als Institution einer Demokratie achten muss und nicht einfach als Openness im Sinne der Vervielfachung von Handlungsoptionen. Das sind schwierige Fragen, die für Bildung und Wissenschaft sehr viel einfacher zu beantworten sind, weil hier Open Access und Open Data mit akzeptierten Nutzungsregeln verbunden sind, die die Gemeinwohlorientierung sicherstellen können. Das ist der Grund, weshalb die Heinrich-Böll-Stiftung Open Access für Bildung und Wissenschaft sehr nachhaltig unterstützt, auch in diesen Räumen, daran mitgewirkt hat, dass eine solche nationale und europäische Bewegung Schwung bekommt, während sie in Bezug auf Open Data und Open Government eher noch Fragen hat. Umso mehr freue ich mich auf spannende Diskussionen auf dieser Konferenz, denn dafür haben wir uns ja heute getroffen. Vielen Dank. Ich darf jetzt übergeben an Herrn Thomas Mosch aus der Geschäftsleitung der Bitkom, dem zweiten Veranstalter dieser Veranstaltung. Thomas Mosch leitet bei Bitkom den Geschäftsbereich Politik und Recht. Und dann werde ich Ihnen ganz kurz noch die beiden Hauptredner des Vormittags vorstellen. Lieber Herr Mosch, wo sind Sie? Bitte da. Ja, guten Morgen. Herzliches Willkommen auch von mir im Namen des Bitkom. Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute zum zweiten Mal in diesen Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung die Veranstaltung Netzregeln durchführen können. Das war vor einem Jahr, als wir das erste Mal gestartet hatten. Durchaus überraschend für den einen oder anderen, dass die beiden Institutionen in dieser Konstellation auftreten. Bevor ich auch ein paar inhaltliche Statements abgebe, möchte ich Haukam Lee begrüßen, der heute Morgen, wie er mir gerade erzählt hat, um 4 Uhr früh aus Oslo losgeflogen ist, um heute bei uns eine der beiden Keynotes zu sprechen. Darüber freue ich mich sehr. Ich glaube, Offenheit als Prinzip, das Thema unserer heutigen Veranstaltung, ist gewiss nicht das einfachste und leichteste, was wir wählen könnten. Aber es ist ein Thema, das mit Sicherheit auf der Höhe der Zeit ist, wenn man die laufenden politischen Diskussionen betrachtet. Wir können konstatieren, dass vor ungefähr, also demnächst bald 6 Jahren, das Informationsfreiheitsgesetz Realität wurde. Doch die Transparenz und Offenheit, die die Initiatoren dieses Gesetzes sich erhofft haben, haben wir sicherlich, das zeigt die tägliche Praxis, nicht erreicht. Und ich will, und da werfe ich jetzt den Blick nach innen in unsere Industrie und auch durchaus auch in unseren Verband, ich muss kritisch konstatieren, dass vor einem oder vielleicht 2 Jahren viele, wenn sie über Open Government oder Open Data gehört hätten, vielleicht zunächst an irgendwelche Formen von Internetfundamentalismus oder bestenfalls noch an Sicherheitslücken im System gedacht hätten, aber kaum als an einen gesellschaftlichen Entwurf. Offenheit als Prinzip ist ein Konzept, das sicherlich, und da betrachte ich jetzt die Breite der Gesellschaft, viele erst noch für sich entdecken müssen, da wir groß geworden sind in einem gesellschaftlichen Entwurf, der über viele Jahrzehnte seinen Wohlstand begründet hat auf Exklusivität, auf Hierarchien und auf Expertentum. Offenheit bedeutet immer auch Kontrollverlust. Offenheit bedeutet
immer auch Machtverlust. Und zwar von denjenigen, deren Macht und deren Kontrolle auf exklusiver Information und Prozesshoheit beruht hat. Dass mehr Offenheit immer auch Widerstand provoziert, mag man bedauern, aber es darf nicht wirklich überraschen. Doch, das hatte ich anfangs schon angedeutet, die Zeiten ändern sich und mit ihr ändert sich die Gesellschaft und mit ihr ändert sich auch die ITK-Wirtschaft, die Industrie, die der Bitkom vertritt. Eine Industrie, die über viele Jahre Treiber der Gesellschaft und auch der Wirtschaft war, die aber heute durchaus auch getriebener ist, nämlich getriebener von den Menschen, die mit den von ihnen erschaffenen Technologien Dinge anstellen können, im positiven Sinne anstellen können, die vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich waren und kaum denkbar waren. Da denke ich natürlich zunächst mal an all das, was wir heute gemeinhin als 2.0 versionieren und das uns Transparenz, Partizipation und Kollaboration erlaubt in einem Maß, das wir vorher nicht kannten. Und natürlich, und das ist das Statement, was eher man vom Bitkom erwartet, denke ich an die Infrastrukturen, die wir dazu brauchen, an die breitbandigen Netze, die Grundlage sind für all die Entwicklungen, die wir derzeit gewärtigen und die Offenheit, insbesondere Offenheit im Internet, über das wir heute intensiver sprechen wollen, möglich machen. Diese Infrastruktur erfordert von den Unternehmen Investitionen in ganz beträchtlicher Höhe. Und auch das müssen wir bedenken, wenn wir über Offenheit sprechen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Nach Schätzungen, die sich aus der Breitbandstrategie der Bundesregierung ergeben, werden die Unternehmen in etwa 40 Milliarden Euro in den nächsten Jahren ausbauen. Wenn wir über Infrastrukturkosten gerade in dünn besiedelten ländlichen Regionen sprechen, sprechen wir über Beträge von rund 50.000 Euro für einen Kilometer Glasfaserverlegung. Das heißt, wenn Sie jetzt gängige Flatrate-Tarife zugrunde legen, werden Sie dort sehr schnell eine Diskrepanz feststellen. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir solche Infrastrukturen refinanzieren und wie beeinflussen möglicherweise solche Refinanzierungskonzepte die möglicherweise akademisch entwickelten Konzepte von Offenheit. Was nur wichtig ist, ist bei einer, dass wir neben der gesellschaftspolitischen Diskussion von Offenheit niemals die wirtschaftliche Dimension außer Acht lassen. Zwei Punkte möchte ich noch kurz ansprechen, die mich derzeit persönlich interessieren und stärker beschäftigen. Wie gesagt, subjektiver Eindruck. Als wir uns mit der Heinrich-Böll-Stiftung verständigt hatten, dass wir heute das Thema Offenheit wählen, Offenheit als Prinzip, fingen wir natürlich an, wie man das so macht, vor Beginn einer Konferenz eine Liste aufzustellen, was muss da alles rein? Open Government, Open Access, Open Data, Open Content, Open License, Open Standard, Open Source. Die Liste wurde sehr schnell immer länger. Und als wir dann in der internen Feinplanung uns Gedanken gemacht haben, was meinen wir jetzt eigentlich genau, wenn wir von Open Government sprechen, dann wurde deutlich, dass diese Begriffe relativ schnell amorph wurden. Also man konnte sie schlecht greifen und wir stellten fest, dass die Interpretationen und die Vorstellungen, die mit diesen Begriffen verknüpft werden, ziemlich weit auseinanderlagen. Und das ging schon uns so, die wir uns eigentlich hauptamtlich mit solchen Themen zu befassen haben. Und wie man das so macht, ich habe mich dann auf die Suche gemacht und gesagt, jetzt schaue ich mal nach, wie materialisiert sich Open Government denn möglicherweise heute schon. Und ich bin auf ein Bürgerportal gestoßen, was möglicherweise die einen oder anderen von Ihnen kennen, merkerbranden.de. Das ist ein Bürgerportal des Bundeslandes Brandenburg, wo Bürger online melden können, was sie stört, was ihnen aufgefallen ist, wo sie meinen, dass die öffentliche Verwaltung einschreiten müsste und irgendwas zum Guten korrigiert. Also durchaus etwas, was man in diesen Begriff Open Government zuordnen könnte. Und wie sieht dann das genau aus? Ich habe mir das gestern angeschaut. Da gab es eine Eingabe am 7. September um 2011 um 16.07 Uhr, wo ein Einwohner aus Kleinmachnow dem Portal Folgendes gemeldet hat, Zitat, der Mauerweg ist kurz vor dem Stahnsdorfer Damm durch einen umgestürzten Baum versperrt. Und einen Tag später wurde diese Meldung von dem Betreiber dieses Portals, der Behörde, die das organisiert, mit einer Meldung versehen, hat es einen Status grün bekommen, also sprich, das Anliegen gilt als erledigt
Und es standen vier Worte daneben, der Weg wurde freigeräumt. Und was mir bei diesem Beispiel aufgefallen ist, und deshalb erwähne ich das hier, ist die unglaubliche Diskrepanz zwischen der theoretischen, etwas akademisch geprägten Diskussion, die wir haben, wenn wir über Open Government reden, und der relativ banalen Alltäglichkeit, wie es in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und ich habe mir überlegt, wenn wir für Offenheit in der Gesellschaft werben sollen, sind wir da kommunikativ und argumentativ derzeit richtig aufgestellt oder sollten wir da vielleicht unsere Strategien überprüfen? Ein zweiter Aspekt, der mir gerade in den letzten Wochen aufgefallen ist, den ich für mich abschließend noch nicht geklärt habe und wo ich natürlich auch hoffe, dass das ein oder andere interessante Argument heute geäußert wird, ist folgender Sachverhalt. Wir argumentieren Offenheit als Prinzip. Wir Einzelne fordern maximale Transparenz, maximale Offenheit von Regierung, von Verwaltung und auch von der Wirtschaft. Aber oftmals von den gleichen Personen wird auch das Prinzip der maximalen Intransparenz, der maximalen Unoffenheit, wenn es dieses Wort gäbe, gefordert, nämlich die maximale Anonymität des Einzelnen im Netz. Also diese gegenläufigen Entwürfe, wo fängt Offenheit an, wo hört Anonymität auf, ist das überhaupt ein Widerspruch, ist das schnittmengenfrei, ist, glaube ich, eine spannende Diskussion. Wir erleben, und das, ich habe gesagt selber, ich habe da noch keine abschließende Meinung, wir erleben den Fall, dass Unternehmen, die bei einem kostenlosen, freiwilligen Dienst fordern, dass der Klarname verwandt wird, eines, ich sag mal, netzethischen Sündenfalls angeklagt werden. Die Frage, bisschen polemisch, aber es soll ja heute eine Diskussion sein, gilt Offenheit also immer nur als Prinzip für die anderen? Das zwei Punkte, wo ich hoffe, dass wir heute leidenschaftlich diskutieren, dass wir auch fair diskutieren und spannende Beiträge hören werden. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich möchte aber nicht schließen, ohne mich bei der Böll-Stiftung für die ausgesprochen kollegiale und immer angenehme Zusammenarbeit bei der Vorbereitung zu bedanken. So viel von meiner Seite und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.